Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Cuba. Im heutigen Video schauen wir uns nochmal die kubanischen YouTuber an. Anders als im vorherigen Video geht es jedoch heute um die kubanischen YouTuber, die Kuba in den letzten Jahren verlassen haben. YouTube selbst war hier eine wichtige Grundlage, um überhaupt diese Möglichkeit dazu zu haben. Dann lasst uns mal starten. Vor gut 2-3 Jahren haben die ersten YouTuber Kuba verlassen. Zumindest ist das der Zeitraum, den ich so entsprechend wahrgenommen habe. Frank Camilleri war einer der ersten. Zunächst führte sein Weg nach Mexiko. Dort blieb er knapp ein Jahr, aber dann wurde er Opfer eines Überfalls. In der Zwischenzeit hatte er seinen Freund kennengelernt, der in Spanien lebte. Er entschied sich, nicht in die USA zu gehen, wo ein Teil seiner Familie ist, sondern ging nach Spanien. Nun, seit gut einem Jahr, lebt er in Madrid. Anita Conswing habe ich nie wirklich verfolgt. Sie war eine YouTuberin in Kuba, die schon immer viel gereist ist. Sowohl in Kuba als auch zum Beispiel in Länder wie Russland. Vor gut einem Jahr ging sie dann nach Madrid. Dort ist sie auch weiterhin, bereist aber auch weitere Länder in Europa. Die nächste im Madrid-Bund ist Gretel Space. Auch Gretel habe ich nicht wirklich verfolgt. Sie ging vor knapp einem halben Jahr nach Madrid. Nandita ist eine YouTuberin aus Havanna, die im Rahmen eines Studiums nach Madrid ging. In den Videos teilt sie ihr jetziges Leben und ja, ihr Leben als Studentin in Madrid. Und noch eine ist in Madrid, Dina Stars, eine sehr kontroverse YouTuberin, die ich persönlich nicht mag. Aber so hat halt jeder seinen Geschmack. Sie kommt auch aus Havanna, hat dort unter anderem als Schauspielerin für eine Webserie gearbeitet. In diesem Jahr ging sie dann nach Europa und setzte dort ihre Eskapaden fort. Genug mit Madrid, zumindest vorerst. Machen wir weiter mit Lady. Sie ist mit ihrem Mann ausgewandert. Sie arbeiten als Musiker in einem Hotel in Bahrain. Ihr Weg führte jedoch vor fast ein Jahr zunächst über Russland nach Ägypten. Ja, und nun zeigt sie ihr Leben in Bahrain. Anita Mateo, die aktuell erfolgreichste YouTuberin Kubas, hat Kuba nun auch ganz frisch verlassen. Über sie habe ich im letzten Video zu den kubanischen YouTubern bereits gesprochen. Nun ging sie auch nach Europa. Spanien, aber nicht Madrid. Anita Mateo ging nach Galicien. Clau Tropiezos ging nun auch sehr frisch weg aus Kuba. Sie teilte vor ein paar Wochen, dass sie betrogen und um ihr Geld gebracht wurde. Wie aktuell sehr viele in Kuba, wollte sie in die USA reisen. Hierzu benötigt man einen Flug von Kanada nach Nicaragua. Von Nicaragua führt dann der Weg bis nach Mexiko, wo dann die Grenze in die USA überschritten wird. Dazu kam es jedoch nicht, da diese Reise über Kontakte im Ausland ausgeführt wird. Und hier war das Geld verloren gegangen. Hierzu hatte sie sich im Internet dann auch geäußert, woraufhin sie dann doch wieder ihr Geld erhalten hatte. Ihr Weg führte dann aber nicht mehr in die USA, sondern auch nach Europa, Spanien und ja, es ist Madrid. Wisst ihr, wer noch in Madrid ist? Ja, Clarita vom Kanal Pelo Suelto y Carretera. Sie kommt aus Manzanillo und ging vor einem halben Jahr zum Studieren nach Madrid. Ich glaube, das war die letzte Person auf der Liste, die nach Madrid gegangen ist. Oder? El Saceta hat den Weg angetreten, den Clau geplant hatte. Er ging in die USA und veröffentlicht aktuell eine Videoreihe, wie er aus Kuba ausgereist ist. Über sein neues Leben in den USA ist bisher nicht viel bekannt.
Letty Caballero hat vor fast 2 Wochen ein Video veröffentlicht, in dem sie sich von Kuba verabschiedet hat. Erst ganz frisch hat sie ein Video aus den USA hochgeladen, in dem sie Thanksgiving feiert. Auch hier bleibt abzuwarten, wie sich der Content entwickeln wird. Malia Lovett ist vor knapp 2 Monaten ausgewandert. Sie ging mit ihrem Mann nach Uruguay. Die beiden sind ausgebildete Ärzte und haben dort relativ schnell Arbeit gefunden und nun auch eine eigene Wohnung. In ihren Videos zeigt sie ihr neues Leben in Uruguay, welches sie sich auch gerade von null auf aufbaut. Chancletazo wagt es auch und ging mit seiner ganzen Familie in die USA. Seit er dort ist, veröffentlicht er eine Videoserie zu dem Thema, wie er ausgewandert ist. Hier sind wir mittlerweile bei, ich glaube, Folge 11 und ich frage mich, wie viel man hier noch erzählen kann. Der Kanal zeichnete sich in Kuba speziell dadurch aus, dass er vielen Kubanern geholfen hat. Der Content wird sich in den USA also nun sicherlich komplett ändern müssen. Hier bin ich gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Das waren jetzt erstmal genug YouTuber. Es gibt mit Sicherheit noch einige mehr, aber das sind zumindest die YouTuber, die mir in den Sinn gekommen sind. Wie ihr gemerkt habt, sind die meisten tatsächlich nach Europa ausgewandert und nicht in die USA. Das ist mir so auch erst jetzt bewusst geworden, als ich dieses Video vorbereitet habe. Also in Spanien gibt es mittlerweile eine relativ große Kuba-YouTube-Community. In Kuba sind immer noch ein paar relativ große YouTuber und ich bin gespannt, welche von diesen Kuba als nächstes verlassen wird. Einige sind bereits auf dem Sprung und haben es auch schon mitgeteilt. Lassen wir uns überraschen. Ja, das gibt anderen YouTubern oder kubanischen YouTubern wiederum die Chance, mit ihrem Kuba-Content größer zu werden, wodurch sie wiederum eigene Chancen erhalten. Warten wir ab, was passiert und was sich in den nächsten Monaten ändern wird. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Like und einem Kommentar. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt gerne nachholen. Es ist kostenlos, versprochen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, spätestens am nächsten Sonntag. Dann wieder mit dem Thema zur aktuellen Lage in Kuba. Bis dahin, saludos, ciao.